Hallo und herzlich willkommen wieder erneut hier zurück zum nächsten Part mit The Witcher. Und wie es aussieht, habe ich vielleicht was übersehen. Besser gesagt, nicht vergessen, sondern übersehen. Da möchte ich gleich mal eben hin. Jetzt hole ich mir aber bei Gellers Hof erstmal diese Markierung. Gibt es da vielleicht noch irgendjemanden, mit dem man reden kann? Ah, das sieht schlecht aus. Mal eben hier hingucken. Ob ich dann etwas übersehen habe. Okay, dann habe ich wohl doch. Oh, böses Vieh. Sofortiger Kill. Geld für das. Guck mal einer an. Da fangen sie hier schon wieder an, alles aufzubauen. Mir läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Again, too much information. So, das nächste, wo ich hin möchte, ist das hier. Und... ja, kann man eigentlich rüberreiten. Ich glaube, es geht um das Anwesen dort hinten. Was ist man denn dafür Viecher Neblinge? Eieiei. So viele auch noch. Thank you.
Und dann niederlegen sie. Das ist jetzt der versteckte, bewachte Schatz. Was nicht. Was ist das hier? Smeagol's Jackets Notizen. Ich habe ihn verloren. Mein Liebling. Jemand hat ihn mir gestohlen. Mein Schatz. Mein Löffel. Diese Kreaturen aus Karoberta-Wald. Sie müssen es gewesen sein. Die Hilfskraft berichtet, dass in der Stadt überall von vermissten Löffeln die Rede ist. Und das schon eine ganze Weile. Da diese Kreaturen ein Beklöer gestohlen hat und von unserer tapferen Wache nicht gefasst wurde, bedeutet das, dass sie klug sein muss. Viel mehr gerissen. Und jeder, der klug ist, lässt mit sich reden. Idiot. Besonders wenn es um Geld geht. Also habe ich meinen Juwelier Mattenberg gebeten, einen Löffel aus Reingold anzufertigen, den ich dann in den Karoberta-Wald mitnehmen. Nach dem Monster suche und ihm einen Tauschvorschlag. Einen Löffel aus Gold für meinen kostbarsten Löffel. Warum sollte das Monster darauf eingehen? Naja. Gut. Ich bin mal wieder schwer beladen. Was schlecht ist. Ja, jetzt wird's blöd, was aus dem Inventar zu schmeißen. Alles so viel wert. Ich habe so viel unnötiges Zeug da drin. Zum Beispiel hier die Leitern. Wie viel die alleine wiegen. Weg damit. Ganz Plunder mal verkaufen. Smarter Jagdhütte. Deswegen die ganzen Löffel. Schade, kommt man nicht rein. Schmutziger Brief. Marlene, liebste Tochter, du hast keine Vorstellung davon, wie sehr es einen Vater schmerzt, diese Worte zu schreiben. Ein Vater, der sein eigenes Kind verlassen muss, ist kein Vater mehr und sein Herz wird niemals froh. Leider bleibt mir nach allem, was geschehen ist, keine andere Wahl. Wir müssen mit dem gesamten Haus unser Anwesen verlassen, denn du wurdest uns durch diesen Fluch genommen und zurückgeblieben ist nur eine geistlose, blutrünstige Kreatur. Wir gehen nach Norden, nach Kovir, und solltest du diesen Brief jemals lesen, was bedeuten würde, dass du wieder ein Mensch bist, solltest du dort nach uns suchen. Ich verspreche dir, jedes Jahr jemanden zu schicken, der nach dir sieht. Schaut, ob du am Leben bist und wenn ja, in welcher Form. Der Glaube daran, dass du eines Tages wieder meine geliebte Marlene sein wirst, gibt mir die Kraft, weiterzuleben. Vielleicht dauert der Fluch auch nicht für immer an. Vielleicht kommt jemand vorbei und kann dich von dieser Bürde erlösen. Lebe wohl, dein dich liebender Vater. Ist jemand verflucht worden? Ich kann hier jetzt, glaube ich, erstmal gar nichts machen. Okay. Dann. Ja, geht's weiter da hinten hin. Los, los! Weil hier ist noch ein Friedhof, wa? Schneller. Ja, so ein bisschen. War ich auch noch nicht. Komm schon, Plätze. Irgendwo war das große Anwesen. Oh, Wildpferde.
Doreen Alma anlesen. Das Tor ist von innen verschlossen. Aber jemand hat sich daran ausgetobt. Das Ding hängt ja kaum noch in den Angeln. Willst mir jetzt nicht sagen, dass du da nicht hochkommst, Hexer. Heieiei. Nö, dann kann man anscheinend nur da vorne durch. Vielleicht kann man das diesmal mit dem A-Zeichen aufbrechen. Jupp. Der Mann hier stirbt! Hilfe! Was ist hier los? Verbände! Verbände! Wo habe ich bloß mein Verbandzeug gelassen? Vergiss es. Das hilft jetzt auch nicht mehr. Was? Er hat doch gerade eben noch geatmet. Mhm. Hat seinen letzten Atemzug getan. Das Bein ist gebrochen und die Beinschlagader ist gerissen. Da verblutet man binnen Minuten. Götter! Was genau ist hier passiert? Ich bin hier durchgefahren, als ich Schreie hörte. Der hier ist auf die Straße gekrochen und bewusstlos zusammengebrochen. Ich wollte ihn gerade versorgen. Da bist du aufgetaucht. Wie selbstlos von dir, anzuhalten und einem Fremden zu helfen. Findest du? Ich dachte zuerst, er wollte mich überfallen. Fast hätte ich die Peitsche geschwungen. Aber Leute in Not lässt man nicht einfach im Stich. Das ist unanständig. Anständig genug für viele, glaub mir. Wasch dir gründlich die Hände und verbrenn dein Hemd, bevor du weiterziehst. Am besten reibst du dich auch noch mit Thymian ein. Sonst zieht der Blutgeruch noch Ghule an. Wer genau bist du? Ein Hexer. Ach. Aha. Meinst du, irgendein Monster hat ihn getötet? Mal sehen, was wir hier haben. Einen Beinbruch, aber gestorben ist er an der Wunde. Klein, aber tief, mit glatten Rändern. Von einer Stoßwaffe oder einer großen Klaue, vielleicht die eines Wyverns, schwer zu sagen. Seltsame Brustpanzerung, zerbeult und mit Patina. Anscheinend eine Antiquität. Ich handle mit sowas. Wozu hat er sie an? Er wird es uns wohl nicht verraten. Vielleicht weiß ich, woher er gekommen ist. Ich habe zu tun, also bis dann. Warte! Ich komme mit! Du scherzt wohl. Das ist kein Ringelpiez. Was immer ihn umgebracht hat, es ist verdammt gefährlich. Und könnte immer noch in der Gegend sein. Wenn es dir nichts ausmacht, wäre ich also lieber in deiner Nähe. Na schön. Aber bleib dicht bei mir. Sei leise und fass nichts an. Maskerade fortgeschritten. Gaston. Nachdem er das Tor nicht aufgekriegt hat, wollte er über die Mauer klettern, ist gefallen und hat sich hier die Beine gebrochen. Ist jetzt nicht... Ach so, er hat von innen versucht es aufzu... Okay. Lebendig verbrannt. Hier war es ganz schön heiß. Majoran, du bist mein Verteidiger und Beschützer. Der Überbringer guter Nachrichten. Verdammt. Gut, sind diese Nachrichten definitiv nicht. Was zum Teufel ist das? Sollte das ein Bankett werden? Sieht so aus. Was meinst du? Sind alle gestorben? Götter.
Dienerin, erstochen. Ein gutes Dutzend Stichwunden, manche Postmortem zugefügt. Das kann doch kein Mensch gewesen sein. Das war ein Monster, ganz sicher. Tafel Silber, Elfengravuren. Der Torso wurde mit großer Kraft durchstoßen, durch gehärteten Stahl. Der Mann auf der Hauptstraße hatte auch so einen Brustpanzer. Zerfetzte Kehle, muss ein einziger gewaltiger Hieb gewesen sein. Der Schild ist alt und verbeult. Dazu ein Zeremonienschwert, eindeutig ein Werk der Enseide. Zeremonienschalen? Für kleine Opfergaben? Was für Opfer? Bitte sag nicht Menschen. Zeremonienschalen? Für kleine Opfergaben? Was für Opfer? Bitte sag nicht Menschen. Sind diese Statuen vielleicht keine Statuen? Brandspuren. Hat hier was Feuer gefangen? Oder ist explodiert? Stinkt ordentlich. Mehrere Verwundungen. Alles Stichwunden. Was mag sie verursacht haben? Das Opfer ist ein Mensch, trägt aber Elfenkleidung. Bist du sicher? Woher soll er die haben? In Toussaint gibt es doch kaum Anderlinge. Er ist geflohen und hat sich dann hingeworfen, um die Flammen zu löschen. Vergebens. Der Geruch nach Verbranntem wird schwächer. Vielleicht konnte eine andere, glücklichere Seele fliehen. Das Wams ist versenkt. Er hat sich rausgewunden, das Wams weggeworfen und ist weitergerannt. Vielleicht ist niemand mehr drin, wo doch... Ich weiß, dass jemand da drin ist. Ich kann das Atmen laut genug hören. Aufmachen. Wir wollen nichts Böses. Sie sind noch da? Hör zu, ich bin ein Hexer. Ich bin hier, um dir zu helfen. Aber dazu musst du mir erst ein paar Fragen beantworten. Du hast sie erwähnt. Wen hast du gemeint? Diese... Ich weiß nicht, was sie waren. Geister? Es ging alles so schnell. Wir stellten eine Szene nach. Divitav, wie er Tribut zollt. Da gab es einen Blitz. Ich war geblendet und hörte Schreie, aber ich sah nichts. Plötzlich merkte ich, dass meine Kleider brannten. Ich lief, warf meinen Wams weg, sprang hier rein und schloss die Tür hinter mir ab. Jemand hämmerte an die Tür. Ich dachte, sie würde aufgebrochen und es wäre aus mit mir. Aber dann wurde es ruhig. Wer genau bist du? Durand Fauché Plamondon de Severin, Herr dieser Länder und Vorsitzender des Freundeskreises der Geschichte von Toussaint. Wir treffen uns jedes Jahr hier, um den Jahrestag des Elfentributs zu feiern. Aber sowas... ist noch nie passiert. Beim Nachstellen einer Szene aus der Vergangenheit habt ihr aus Versehen einen Geist beschworen. Ein Korgozorn oder einen Zug vielleicht. Und jetzt? Das Beste daran? Ihr müsst das natürlich nochmal machen. Bist du von Sinn? Damit uns dieses Ding dann doch noch umbringt? Nein, ich will niemanden tot sehen. Darum muss ich meine Arbeit machen, das Ding, was immer es ist, nochmal beschwören und ihm den Garaus machen. Durand, kann ich die Huldigung alleine nochmal nachstellen? Es geht um einen großen Augenblick. Die Unterwerfung von Toussaints letzten Elfenkönig. Du brauchst mindestens 3 Personen. Verdammt.
Verdammt, ich kann euch nicht in Gefahr bringen. Meister, wenn du die Wahrheit sagst, dann war ich der Grund für dieses Massaker. Nicht mit Absicht, aber dennoch. Ich bin moralisch verpflichtet, dir zu helfen. Die Götter mögen uns gewogen sein. Ich helfe dir auch. Gehen wir an die Arbeit. Zuerst räumen wir die Leichen weg. Keine Eile. Vor heute Abend fangen wir nicht mit der Szene an. Solche Sachen funktionieren bei Nacht viel besser. Noch eine letzte Sache. Meine Bezahlung. Ich arbeite nicht umsonst, weißt du? Verstanden. Kümmere dich nur um die Gefahr. Dann werde ich mich großzügig zeigen. Sehr großzügig. Ich stehe, vielmehr sitze, für König Ludovic auf dem Elfenthron. Und du, Hexer, spielst den Herrscher der Enseide. Wir müssen die Kostüme anziehen. Alles muss stimmen. Der Elfenkönig Divetaf empfing Ludovic im eigenen Palast und setzte ihn auf den eigenen Thron, inmitten eines Meeres von Fackeln. Ups. Ja, und schon wieder zu schwer. Muss ich auch den Mist einsammeln. Hm. 10 Kilo, zu viel. Das ist schon viel. Das heißt, es nicht doch einiges wert wäre. Mist. Noch um Elfenwein und Elfenbrot. Dann legte Divetaf einen Leib Bünnen, Elfenbrot nieder und gewährte den Menschen die Herrschaft über das fruchtbare Land. Dann füllte Divetaf die verzierten Zeremonienschalen mit Gwinuet, Elfenwein, dem süßesten Blut des Landes, das man ihm entrissen hatte. Und endlich übergab der Elfenkönig Schwert und Schild und damit den Befehl über seine Armee an die Menschen. Stör mich nicht. Rüste Schwert und Schild aus. Hat er jetzt nicht ausgerüstet? Nee, ne? Ah. Der Elfenkönig zog stolz und aufrecht die Klinge, fiel auf die Knie und erkannte so seine endgültige Niederlage an. Dann sprach Ludovic: Ich akzeptiere eure Gefolgschaft und kehre in einem Jahr zurück, um... Ah! Seht nur! Die Statuen! Unglaublich! Ihr Götter! Mutter! What the fuck? Kannst du übertreiben ein bisschen.
Ich hätte gerne mein Schwert wieder. Ja, wie viel Schaden das macht. Mit Ohren, Geralt. No. Also, ganz ehrlich, das Tor war jetzt echt extremst übel. Ist der Schaden, der da reingepresst ist, wie soll man das da überstehen? Dämlichen Magierinnen haben einen einfach nur weggedonnert. Gezimmert, vor allen Dingen der gesamte Magierspruch ging ein, ja. Und dass man ausweichen konnte, richtig. Beziehungsweise man kann nur ausweichen, sonst ist man einfach weg. Jo, Alter, ohne Witze. Ich kann dreien doch nicht ausweichen. Wie mies ist das denn? Damn. Das ist übel. Erstmal gucken, dass ich gewechselt kriege, so. Das meine ich, das ist, endlich. So. Schlimmsten Beine sind mal weg. Statuen sind zum Leben erwacht. Durch welches Hexenwerk? Weiß ich nicht. Ich töte Monster und belebe selten welche wieder.
Vielleicht weiß ich, was passiert ist. Diese Statuen standen mal im Palast des Divetaf. Ich habe sie vorigen Monat erworben, weil... Vielleicht sollte ich von vorne anfangen. Divetaf war den Menschen tributpflichtig. Er hat jedes Jahr solche Statuen hergestellt. Bis er 782 im Andalin-Massaker am Fuße der Gorgo getötet wurde. Und das war ein Glück, denn Divetaf hatte Ludovics Untergang geplant. Es waren keine Statuen, die er geschaffen hatte, sondern getarnte Golems, die durch Worte der Anbetung erweckt werden sollten und die den König und seine Leibwache in buntes Konfetti zerpflückt hätten. Typisch! Bei jedem Verrat sind Elfen im Spiel! Ihr seid nicht besser. Die Elfen haben nur ihr Gebiet verteidigt. Und ihr Menschen wart damit nicht zufrieden. Ihr musstet sie auch noch umbringen, jeden Einzelnen. Ihr? Was soll das heißen? Du bist doch auch ein Mensch. Ja, in gewisser Weise. Aber manchmal schäme ich mich, das zuzugeben. Deine Worte sind falsch, Hexer. Aber du sollst nicht mit leeren Händen gehen. Nimm dies, deine Belohnung. Leb wohl. Wow, holla die Waldfee, das war mal ein nettes Massakerchen. So, ich würde sagen, hier machen wir mal wieder den nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, bis dahin, sayonara.